Moin, willkommen zurück bei Wild Thing und einer Diskussion für euch. Und zwar eins, wo ich mich jetzt nicht massiv aufrege, soll es auch mal geben, sondern zu einem anderen Thema, das mir jetzt in den letzten Wochen auch so ein bisschen schmerzlich bewusst geworden ist. Denn es gab ein paar seltsame Ereignisse, sage ich es einfach mal, ganz komisch. Und zwar ist das Thema, wie kauft ihr eure CDs und eure Vinyls, eure Schallplatten? Ich habe jetzt hier einfach mal beispielhaft ein paar CDs, die ich in der letzten Zeit mir organisiert habe, hingeholt, aber auch deswegen, weil ich die alle beim direkten Label geholt habe. Denn, wie kauft ihr eure CDs und eure Vinyls? Natürlich gibt es ja diverse Möglichkeiten, ne? Also, viele greifen ja durchaus immer noch zu Amazon. Oder es gibt leider auch sehr viele da draußen, die greifen zu gar nichts und gehen zu Spotify. Aber ich habe eigentlich immer eine klare Ausrichtung gehabt, eine Prioritätenliste sozusagen, die ich immer versuche einzuhalten. Das geht natürlich nicht immer, denn meine erste Prio ist, ich nach Möglichkeit bei der Band direkt kaufen. Das gibt es vor allem bei Underground-Bands häufig. Dann gibt es natürlich so Systeme wie Bandcamp. Früher, als ich noch von Underground-Bands Sachen gekauft habe vor Bandcamp, hat man denen einfach eine E-Mail geschrieben. Bei Witchtower habe ich das zum Beispiel so gemacht, gesagt, ich hätte gern das, weil die teilweise auch keinen Shop hatten. Man hat denen das Geld überwiesen, die haben es geschickt, fertig. Bei Bands direkt ist die Prio 1, dann verdienen die am meisten und man ist in direktem Touch, ist eine super Unterstützung. Prio 2 ist bei mir immer ganz klar und deswegen habe ich jetzt irgendwie auch die hier liegen, beim Label. Denn, das hier ist Ulta, sieht man vielleicht nicht so gut, weil sehr wenig Kontrast, ist von Vendetta Records, habe ich da direkt bestellt. Das sind, vor allem das hier, ist bei Wann bestellt worden, Season of Mist habe ich es direkt bestellt, beim Label direkt. Ich hoffe und denke, dass da noch genügend Schmalz für die Bands übrig bleibt, dass man auch gute Labels unterstützt, auf Prio 3 ist dann, wie soll man sagen, der große Player, ne? Häufig natürlich Amazon. Wie gesagt, ich versuche Amazon schon auch zu vermeiden, kann mich aber hier und da auch nicht ganz davon trennen. Und das hängt natürlich auch, muss man dazu sagen, mit dem Service-Aspekt zusammen. Denn Amazon hat natürlich den Vorteil, dass sie relativ schnell liefern. Wir sind da etwas verwöhnt alle inzwischen. Dieses Morgen ist es da. Ist, weiß nicht, ökologisch vielleicht auch schwierig. Und man ist da etwas verwöhnt. Jetzt habe ich aber in der letzten Zeit separat bei Prio 2 und 3 sehr eigene Sachen entdeckt. Und zwar einerseits bei diesen Vertriebs- oder diesen Online-Shops. Ich habe sehr viele, bei denen ich gerne bestelle. One Records, Vendetta, Eisenwald Production, Northern Silence, Season of Mist natürlich. Aber gerade die etwas kleineren Player davon haben manchmal relativ strange Lieferzeiten. Ich muss jetzt nicht von Amazon reden, aber wenn da irgendwie 3 bis 5 Liefertage, also ich spinne mal rum, ich bestelle Montag, sollte bis Ende der Woche das doch irgendwie unterwegs sein. Ja, und im besten Fall auch da, weil wir reden dann auch, ich mache dann, wenn dann, schon auch größere Bestellungen, lohnt sich dann einfach. Aber irgendwie ist es bei den Labels dann doch nicht so ganz 2023 angekommen. Ich bin der Meinung, man muss den Leuten ja doch ein bisschen entgegenkommen. Und ich habe zuletzt, also keine Versandkostenfreigrenzen, die ich immer gerne mitnehme. Also wenn man für 80 Euro CDs bestellt, und das ist ja schnell getan, dann muss man sich die 6 Euro Versand halt auch nicht geben. So, wenn ich nur eine CD bestelle, verstehe ich. Dann müsste man auch nicht von 6 Euro Versand sprechen, aber so, ne? Das ist so ein Punkt. Und dann habe ich irgendwann letztens 120 Euro CDs bei irgendwem bestellt, müssen wir jetzt hier nicht weiter nennen. Aber dann zahlst du noch 6 Euro Versand obendrauf, kommt schon mal 120 Euro Bestellung. So, ne? Vielleicht bin ich da verwöhnt. Klar kostet das alles, aber ich habe auch für 120 Euro Warenwert bestellt, so, ne? Das ist strange. Und dann habe ich tatsächlich auch ein paar Mal bestellt. Und dann wurde das irgendwann nach 2, 2,5 Wochen mal abgeschickt. Und das finde ich da ein bisschen schräg. So, ich habe jetzt auch einmal erlebt, so, ja, wir sind aktuell im Urlaub, das verstehe ich, ne? Dass die sagen, gut, so ein Label, häufig sind die ja nur 1, 2 Mann geführt. Die sind dann meinem Label, die sind auf dem Partisan, da merkt man das auch immer, wenn man da bestellt. Ist dann so, das verstehe ich vollkommen, ne? Aber dass die dann so ohne Grund, ohne irgendwann im Niemandsland im April einfach nach 2,5 Wochen erst bestellen, wer weiß, was die für ein Aufkommen haben, klar, aber ist schon, ne, und da rede ich jetzt nicht von Rocket Science, nichts, was direkt geprintet werden muss oder so, es waren einfach CDs,
Und die müssten die eigentlich im Lager rumliegen haben. Und das ist ein bisschen strange. Das hat mir Prio 2 so ein bisschen wackeln lassen. Dann fällt es sowas ja, weil Prio 1 halt nicht immer geht. Direkt bei der Band bestellen, Bandcamp. Machen ja viele auch dann diesen digitalen. Ich will halt doch was Haptisches haben. Macht es halt durchaus doch auch mal Sinn, zu Prio 3 zu greifen. Das mache ich tatsächlich auch manchmal. Wenn ich hier zum Beispiel aufgrund der Aktualität die CD oder die Vinyl, ich bin ja natürlich eher CD fixiert, zeitig haben möchte. Also wenn ich die zeitig haben müsste, damit ich die zum Beispiel hier bespreche. So, ne, dann mache ich es häufig so, wenn ich die jetzt nicht zugeschickt bekomme, ich kriege ja auch einiges zugeschickt von Labels, aber wenn ich nicht zugeschickt bekomme, ich möchte aber eigentlich gerne von mir aus gerne was drüber machen, dann kommt die, Alben kommen üblicherweise freitags raus, dann kommen die freitags an. Ich benutze das ganze Wochenende, um das Album durchzusuchten und am Montag kommt das Video. Sonntagabend drehe ich das, Montag kommt das Video. So, das ist eine Variante, die ich manchmal mache, so um die Alben dann auch zu besprechen, weil man da ja irgendwie doch diesen Trust hat, das Album kommt rechtzeitig. Wird dann nochmals vorbestellt und so weiter und so fort. Aber das habe ich jetzt tatsächlich gesehen, bröckelt. Ich habe jetzt zum Beispiel, und das kann ich jetzt aus Aktualität sagen, dass, ich weiß jetzt nicht, wann das Video herauskommt, deswegen, ich wollte eigentlich was über das neue UADA-Album machen. Und das hätte ich vorbestellen müssen, weit weg, das wäre definitiv nicht pünktlich zum Release gekommen. Mein Zugang ist tatsächlich immer, man muss, wenn er, es gibt halt Aktualität. Wenn das Album 3 Wochen draußen ist, muss ich nichts mehr drüber machen, denn alle wissen es schon, die was, ne, so. Und dann ist meine Meinung vielleicht immer noch relevant, aber die Leute haben sich selbst eine Meinung gebildet. Das Album hat ihre Aktualität verloren und es ist halt, man ist halt hinten an. So, ne, es lebt von Aktualität. Dieses Magazin hier lebt natürlich auch von Aktualität, wenn es um Reviews geht. Und bei UADA hatten wir das. Ich habe es dann bei Amazon bestellt, shame on me, aber ist dann halt so. Und das sollte ankommen und alles gut. Und dann hieß es plötzlich, das wurde verschoben. Und das wurde jetzt irgendwie auf absurd verschoben. Es ist scheinbar vergriffen, keine Ahnung, aber du kannst es bei Amazon vorbestellen. Dann ist es plötzlich vergriffen und es wird bis, und jetzt schnallt euch an, spätestens 24. März 2024 geliefert. Ich habe es natürlich sofort storniert und habe es dann woanders bestellt. Bei einem Mail-Order, bei einem etwas größeren, die halt auch nicht pünktlich da wären. Jetzt ist das Kind in den Brunnen gefallen. Ich werde nichts über das UADA-Album machen, außer vielleicht im Jahresabschluss. Aber so, und das habe ich jetzt tatsächlich übers Jahr so 3-4 Mal erlebt. Das waren jetzt natürlich nicht die Sachen, die bei Sony Music rauskamen. So, da ist da nicht so, ich muss jetzt auch nicht auf allem rumreiten. Aber es ist tatsächlich so, dass ich jetzt gesehen habe, wenn es jetzt um eher undergroundige Black-Metal-Sachen geht, in Form wie zum Beispiel von UADA, wobei das ja schon nicht mehr totaler Underground ist, aber ich habe das bei der Größe ungefähr bei ein paar Alben erlebt. Die habe ich dann alle storniert und habe mir die dann anderweitig bestellt. Aber da wurde mir dann, deswegen habe ich auch teilweise etwas weniger Reviews gemacht, als ich gerne hätte hier, ein Stein in den Weg gelegt. Und ja, diese USP, dieses Kaufargument, warum man es bei Amazon macht, ist mir für mich völlig bröckelnd gegangen. Absolut, völlig bröckelnd gegangen. Und es ist tatsächlich so, dass ich mir deswegen das inzwischen gut überlege, ob man jetzt tatsächlich noch den großen Player unterstützt. Er hat halt manchmal Amazon Vorteile, weil man natürlich auch quasi alles kriegt. Es gibt Sachen, die kriege ich dann auch einfach nicht anders vernünftig. Wir haben hier in Krefeld keinen ordentlichen CD-Laden mehr. Ich wünschte, ich hätte einen. Ne, wenn ich da den vertraue, dann fahre ich freitags nach der Arbeit dahin, sagt die CD ein. Alles gut. Ne? Das wäre das, was ich am liebsten machen würde. Aber wir haben, soweit ich weiß, keinen. Also und Saturn hatte wir früher mal, die haben ihre CD-Sammlung eingestampft hier. Und meine letzte Kenntnis, als ich gesagt habe, ey, habt ihr das neue, ich glaube, es ging mal um ein Darkthrone-Album, vor 3 Darkthrone-Alben oder so, da meint der, nö, aber können wir bestellen, ist dann in 4 Wochen da. Leute, nein, wir haben 2023, ne, also da kann ich das Album auch selbst einspielen in der Zeit. Und, die sind raus. Der stationäre Handel ist für mich leider raus. Vielleicht gibt es im Pott noch Idiots Records und wie sie nicht alle heißen, Yeah Records, ein paar Läden, die das hätten, aber die sind leider nicht bei mir um die Ecke und um die Welt reisen dafür gibt für mich auch keinen Sinn.
es gibt halt auch nicht immer Sinn, und das ist halt mein Problem bei den Labels, bei denen ich das dann direkt am liebsten bestelle. Das ist tatsächlich meine liebste Variante. Bands haben doch manchmal auch Gewährleistungsprobleme, sage ich mal, und die sind auch nicht immer auf Zack. Aber bei Labels mache ich das am liebsten. Aber wenn du sowas hast wie bei Season of Mist zum Beispiel, du bestellst bei Season of Mist, das kommt immer aus Frankreich, das braucht immer, also pünktlich zum Release ist nie was da. Und ich höre die Sachen nicht vorher digital. Ich höre die erst, wenn ich die in der Hand halte. So, ne? Und da komme ich dann tatsächlich an Grenzen, wenn, es klingt immer so und so nach Gruppendruck, aber wenn schon alle über das neue UADA-Album reden, es ist jetzt, es rotiert jetzt, ich habe es tatsächlich einfach jetzt noch nicht gehört, ist halt scheiße, wenn es nicht pünktlich kommt. Ich will es haben zum Release, ne? Ich will es hören zum Release, ich will es zur Aktualität auch hören. Und das jetzt nicht nur wegen Walzing, sondern halt auch aus völlig egoistischen Gründen, weil ich es haben will. Ich will es wissen und ich will, ich will mich befluten mit Informationen. Und da ist es tatsächlich so, dass die Labels da auch nicht immer auf Zack sind. Es ist nicht so, dass die alle, und da habe ich leider diese Erfahrung inzwischen auch gemacht, Prio 2 und 3 bröckeln einfach, Aktualität ist scheinbar ein Problem. Ne? Also ich habe es ganz früher mal erlebt tatsächlich, dann hast du ein Album in Deutschland, bei einem deutschen Label, vorbestellt. Die haben das Dienstag verschickt, es war donnerstags da, freitags kommt es raus. Super geil. Der Vorbesteller wird auch noch belohnt. Tut keinem weh, das Ding einen Tag vorher zu haben. Alles tippitoppi. So, aber es ist halt längst nicht bei allen Labels so. Und ich habe den Eindruck, es hat nachgelassen. Und deswegen, Aktualität ist dann da halt ein Punkt. Und wenn das jetzt tatsächlich beim großen Player Amazon, dessen einziges Kaufargument ist, dass die halt diese Vorbestellergewährleistung, Service, alles ist sofort da, haben, dann fehlt es mir irgendwann an Optionen. Ne? Wie gesagt, Bandcamp klasse und so, aber welche Band, also in so einem Gefilde wie UADA oder so, ne, wenn man es halt aktuell haben will, wozu greift man? Wozu greift man? Ich weiß es nicht. Und da komme ich aktuell so ein bisschen an meine Grenzen und werde auch etwas frustgeladen, denn es ist halt tatsächlich so, dass ich das Gefühl habe, wenn man es sofort haben will, dann gehst du zu YouTube und zu Spotify, da kannst du es sofort hören. Ich will es aber in der Hand haben. So, und was macht man da? Was macht man da? Ich weiß es nicht. Ich meine, die Frage ist, gibt es noch Zwischenprio-Schritten? Müsste ich jetzt alles beim größeren Mail-Order bestellen, wie Nuclear Blast oder Napalm oder so? Die haben ja nicht nur die eigenen Sachen, die haben ja einfach quasi alles. Und wie aktuell sind die, ist die Frage. Ne? Aber auch da kommst du dann wieder mit bestimmten Black-Metal-Bands, ne, die dann bei One Records rauskommen, wo ich eigentlich dann immer bei One Records ganz klar bestelle, muss ich sagen. Ja, aber man will es ja auch clustern. Ne? Man will ja nicht die eine CD bei One Records bestellen, dafür dick Versand zahlen. Die eine bestellst du bei Northern Silence, bestellst dick ne, Versand. Bei Season of Mist, da zahlst du dann auch richtig Versand. So, und deswegen versuche ich das immer schon auch zu clustern. Und schwierig. Dass der Amazon-Weg in meinen Augen nicht der richtige ist, sei drum. Ne? Aber ich will es halt auch noch physisch haben. Welchen Weg gibt es? Ne? Also, wie gesagt, ich glaube nicht, dass wir hier in Krefeld noch einen CD-Laden haben. Ich glaube, wir haben in Hüls einen, der so ein bisschen Indie-Undergroundig ist. Aber hat der genau diese CDs, die ich brauche? Müsste ich mich vorher immer bei dem melden und sagen, ey, ich brauche das neue UADA-Album, wenn es rauskommt. Ich brauche das neue X von Season of Mist. Ne? Ich brauche das neue Tudor von Season of Mist. Vielleicht. Aber da bleibt halt die Frage, welche Möglichkeiten gibt es? Habt ihr da Tipps? Das ist so ein bisschen die Frage. Denn ich habe meine Prioritätenliste und ich versuche auch dran festzuhalten. Nur bin ich in der letzten Zeit, was Aktualität angeht, etwas von Enttäuschung durchsetzt. Und bekomme damit etwas Frust und würde gerne hier viele Sachen besprechen, die dann doch später kommen. Dann macht es auch wieder keinen Spaß, es dann so verspätet zu besprechen. Dann ist die Meinung schon für alle da. Das Ding ist vom Tisch. Es ist schnelllebiger geworden. Es ist jetzt nicht so, dass im späten Oktober noch alle über das neue UADA-Album reden. Ne? Und das ist dann schon so ein bisschen so das Credo. Ich höre die Alben dann natürlich für mich trotzdem sehr viel. Aber es ist halt dann, der Zugang ist dann von vornherein schon anders. Ne? Und ich sitze dann hier und warte und bin schon frustriert. Und man hofft dann, dass das Album einfach nur genial ist und das alles rechtfertigt. Häufig ist es ja zum Glück der Fall. Aber es ist halt doch tatsächlich so ein bisschen so. Ne? Und ich habe da meine Prio-Liste. Die Frage ist jetzt an euch, gibt es da noch was zwischen?
Habe ich irgendwas ausgelassen? Habt ihr irgendwelche guten Tipps, vielleicht auch an Mailorder oder Labels, die auf Zack sind oder die auch deutlich mehr haben als nur die die eigenen Sachen? So. Oder vielleicht habt ihr auch den Geheimtipp an CD-Läden in Düsseldorf oder Krefeld, wo ich so eine Späße auch kriege, weil da bin ich unterwegs. Also generisch unterwegs, natürlich unterwegs. Aber da bin ich so ein bisschen tatsächlich überfragt. Wie macht ihr das? Wie kauft ihr eure CDs? Und auch Vinyls natürlich. Wohin greift ihr? Seid ihr Amazon-Jünger? Geht ihr zu den Labels? Bandcamp? Habt ihr da auch eine Rangordnung, so wie ich es habe? Welche Tipps habt ihr vielleicht auch für Online-Shops, für Zugänge, für X? Ne? Ich glaube, da kann jetzt sehr, sehr viele Leute können was darüber sagen, weil wir am Ende des Tages sind wir alles Fetischisten und konsumieren doch alle dasselbe Produkt, holen uns das nur vielleicht aus anderen Dealer-Ecken. Und da bin ich vielleicht über Tipps sehr, sehr dankbar, weil ich bin da so ein bisschen, ich glaube, ich brauche da einen neuen Impuls oder einen neuen Player, wo ich sage, okay, damit kann man sehr, sehr gut arbeiten. Für meine Nerd-Sachen habe ich da irgendwie mal einen Weg gefunden. Jetzt brauche ich das noch für meine Musik und ich habe halt eigentlich wirklich keine Lust, Amazon zu unterstützen. Das muss ich ganz klar sagen. Aber ich muss auch hier und da auf Aktualität achten. Wenn ihr da irgendwie mit dieser Symbiose einen Tipp habt, bin ich super, super dankbar. Haut da mal eure Go-To-Guys raus und haut da mal raus, welche Tipps ihr habt, wie ihr damit umgeht. Und ging jetzt mal tatsächlich quasi ohne Aufregen bei mir mit so einem Diskussionsvideo. Ist doch auch mal ganz schön. Ich bin sehr gespannt, was da von euch kommt. Ich hoffe, ich kann da bereichert werden, um da vielleicht auch einen neuen Zugang zu haben und ohne, dass ich zu Amazon greifen muss tatsächlich. Ich bin sehr gespannt, was da kommt. Tipp fleißig ein. Ich kommentiere wie immer alles. Und dann würde ich sagen, mal sehen, was da kommt. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis dahin.